Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier anfangs Akt 8 und ja, mit dem Elemental Nova Sorcerer unterwegs, genau. So, ja, wir killen schnell, wir machen sehr viel Damage, auch gegen Bosse und starken Rares. Und müssen einfach schauen, dass wir nicht irgendwie zu hart getroffen werden, weil wir noch nicht so viel aushalten. Ja, wir machen verschiedenen Damage, also zwei Arten Damage. Und ja, damit wir mehr AOE haben, auch Blitzschaden. Also es ist ja ziemlich gut offensiv. Fast schon zu gut offensiv. Zu schlecht defensiv. Wir müssen jetzt vieles raushauen in Defensive. Aber ich denke, wir kommen recht gut durch den achten Akt. Also es wird schwer sein, das ist klar. Aber ja, eben. Wir könnten ein paar Mal sterben. Und ja. Wir müssen einfach taktisch spielen, also jetzt momentan Flame Award einsetzen und ja, den töten bitte. Boah, manche Gegner sind einfach zu stark. Ja, ja, genau. Steh einfach wieder auf und spam deine Scheiß-Attacken. Oh Gott, wir werden alle sterben. So, hier haben wir ausgeskillt. Jetzt gehen wir auf Ward. So. Und hier haben wir auch ausgeskillt. Hier haben wir. Ja, einfach mehr Punkte rein. Ich war noch im alten Tree. So. Ja, wir finden viele Items, aber nicht defensiv genug Items. Da müssen wir noch einen Plan schmieden. Aber ich denke, wir sind sehr viel defensiv als die vorherigen Beats. Die waren ja leider irgendwie nicht so defensiv, wie ich gedacht hätte, werden sie. Ja, das ist auch immer ein Problem. Man irgendwie das Gefühl, man schafft irgendwas. Oh, coole. Ja, Lichtbox. Oh. Also, das ist jetzt mal wirklich cool. Das sollte ja eigentlich nicht grün sein. Sollte eigentlich weiß sein oder so, also Schnee. Ich weiß gar nicht, was hier denn sein könnte. Schatten, einfach Schatten, das grün ist. Sieht richtig geil aus. Ja, dieses Spiel hat schon ihren optischen Eindruck bei den Box. Oh, leider ist der Käfer schon down. Ah, da ist noch eine Schatztruhe. Da kriegst du auch noch eins ab. Hm, so langsam muss ich mehr Vulkanik-Orb einsetzen. Im letzten Part habe ich euch ein bisschen die Skillung erklärt. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie natürlich. Damit ihr natürlich auch den Bild ein bisschen nachbauen könnt. Falls ihr mal ein Bild braucht, der wirklich reinhauen kann. Ich würde gar nicht so auf Damage gehen, die ersten 50 Levels. Aber Level 50 dann auf bisschen mehr Damage gehen. Also, was ihr skillen sollt, ist einfach Intelligenz und Crit-Chance. Alles andere kann echt viel später dann erfolgen. Und ja, eben mit diesem Beat schafft ihr, denke ich mal, recht easy, ohne viele Items, so euer ja, Ziel mal, euer erstes Ziel. Ja, und dann hör auf zu sagen, ich habe gar nichts, ich will gar nichts dir sagen. Man sollte eigentlich Hike Siri sagen, oder wie sie heißt, genau. Aber süß redet dann immer wieder dazwischen. Das Telefon an, also Handy an habe. Hm. So, wir haben Channeling. Wir haben die Schuhe nochmals gefunden. Wir haben Crit-Chance.
Wir haben Static Charges, noch Massen, Gürtel. Alles dann mal kontrollieren, aber legt mal weitergehen. Ja, das war die Höhle, die mich ein bisschen gestört hat mit den Gegnern. Ich hoffe, ich bekomme hier nicht den zweiten Tod. Oder war es der dritte? Sind wir im letzten Park gestorben? Nein, glaube ich nicht, oder? Ja. Also der zweite Tod will nicht, sollte nicht erfolgen. Aber ja, ihr kennt es ja. Das Spiel kann sehr unfair sein mit den Attacken von den Gegnern. Also, dass einfach zu schnell, zu starke Angriffe passieren. So, der Damage geht aber gut hier. Ja, wieso nicht den ganzen Ding kaputt machen? Ach Gott, ich will nur diesen Angriff einsetzen und treffe die R-Taste nicht. Ja, so langsam geht das Leben wieder nach oben. Danke. Ja, genau. Dieser Laserangriff, der ist einfach zu heftig. Mit dem Dot, also man darf nicht drin bleiben. Boah, da ist er wieder. Also Wing and Fire, das sind die, die sehr stark sind hier in diesem Gebiet. Muss ich mich aufpassen. So. Okay. Einen mal retten. Dann ist hier unten. Sind zwei. Da. Geh weg. Boah. Vernichten. Zwei Stacks habe ich gekriegt. Nein, geh weg. Wing and Fire, komm bitte nicht. Ja, der Schaden ist doch nicht so hoch, aber wenn man drin bleibt, also man muss relativ schnell weggehen. Das sind zu viele Gegner hier. Da ist ein Wing and Fire und weg. Patron des Saboteurs. Über. Ja, 8. Akt, sehr anspruchsvoll. Vor allem haben wir zu wenig Defensive. Jetzt sterb endlich, danke. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Aber er ist auch tot. Ja. Gut. Aber da ist noch einer. Und sagt nichts. Hm. Life Regen. Ja, das ist gerade sehr anspruchsvoll hier. Also wie gesagt, auch mit dem Necromancer vor zwei Parts. Echt anspruchsvoll. Oder drei Parts. Auf jeden Fall, ja, könnte es natürlich schon ein bisschen einfacher sein. Aber irgendwie cool. Aber wieso sind jetzt hier alle Gegner wieder da? Was machen die Gegner jetzt wieder alle hier? Keine Ahnung. Sterbt alle! Manchmal ist in dem Game viel zu viel los. Möchte man doch ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und ja, es kommen einfach viel zu viele Gegner. Ah, 404. Data not found. So, irgendwie ist der Damage gerade ein bisschen höher. Geht jetzt gerade mit dem Killen vom Gegner. Ja, dann stirb doch schon früher. Sollte ich doch mal einen Angriff aussetzen. Kriegt den Strike, aber das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig defensiv. Aber, na, wenn es den nicht so oft gibt, nehme ich die Schuhe doch mit. Schuhe noch kurz vor. Nein, das ist nicht die Schuhe. Doch, die anderen Schuhe sind es. Okay. Jetzt müssen wir noch nach
Norden. Boah. Hey, hey, hey. Ja, ja, sicher, übertreib's nicht. Es ist gut gemacht, dass man immer wieder auf Gegner trifft, obwohl man eigentlich schon dort war. Ist gut gemacht. So, hier haben wir gesagt, brauchen wir noch... Ich weiß nicht, ob Mana, also Percent of Damage Absorbed, gut ist. Weil, ja, wir haben sehr wenig Mana. Deshalb lieber auf... Noch mehr Duration. Ja, wir haben noch zwei Punkte hier. Einen Punkt mache ich dann noch in... Da rein. Und hier zwei Punkte und hier einen Punkt. Finde ich gut. Wird das so machen. So, Damage over Time. Nö, machen wir nicht. Ah, sehr toll, hier durchzulaufen. Sehr entspannt, merkt ihr, wie unentspannt das ist. Wie Sarkasmus ich habe. Oh. Es ist wirklich ein Segen, dass ich so stark bin, aber ich müsste mehr aushalten. So. Und immer schön heilen, falls wir Lowlife sind und Ward einsetzen. Haben wir schon mal genutzt. Vorher glaube ich schon erst. Okay. Schein ist alle. Ach, diese gelben Zahlen. Ich liebe sie manchmal. Gerade ist es ein Segen. Ja, ja, wie viel Leben der auch hat. Ui, ja, ja. Jetzt stirb endlich. Hast du viel Leben? Holy Fire Nova. Okay. Hm, da kommen noch mehr. Kommen ja überall nochmals Gegner. Hm. Ja. Glancing Glow und Life zum Craften. Aber so langsam muss ich echt mal craften. Also. Hm. Ich bin ja eigentlich so einer, der wirklich zuerst mal wartet, bis ich keine besseren Items mehr trage und dann crafte. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich bald mal gezwungenermaßen craften müssen. Ich merke schon, eigentlich ist craften nicht so meine Sache in solchen Games. Sollte es eigentlich kein Craften geben. Weil, das macht halt auch alles ein bisschen weg von der Action, oder? Man will eigentlich nicht craften. Es ist langweilig, weil man spielt ja, um Action zu haben, solche Spiele. Und etwas zu finden und craften macht das dann wieder weg. Hm. Ja, ein Game, wo es wirklich kaum Crafting gibt. Beziehungsweise nur ein bisschen anpassen, wie Grimdawn es macht. Beziehungsweise einfach ein paar Sachen griffbar machen. Wäre eigentlich nicht schlecht. Aber mehr. Last Epoch ist es schon ein bisschen too much. Vor allem man weiß gar nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Was man craftet, oder? Man muss einfach reinkommen und das dauert ewig. Schade. Aber in nächster Zeit habe ich irgendwie nicht was zu craften. Also solange es noch vorwärts geht, crafte ich nicht. So, wir haben es geschafft. Haben wir jetzt die Quest erledigt? Ah ja, genau, zum Ziel Dor müssen wir noch gehen. Einen Skillpunkt holen.
Okay, wenn jetzt hier ein Skill, ein Waypoint ist, dann gehe ich noch kurz dorthin. Ist ja schnell gemacht. Okay, gibt's keinen. Ich werde zwischen dem nächsten Part, also zwischen diesem Part und dem nächsten Part mal dort hingehen und die Quest noch machen. Ich habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt, also die muss ich hier eigentlich nicht unbedingt zeigen. Mit dem College. Da ist eine Nebenhöhle. Da muss ich nicht hingehen. Was ist das für ein Nebengebiet hier? Gibt es jetzt die Siege Golems nicht in dieser Ebene? Oder kommt erst in der nächsten Ebene ein Siege Golem? Etendel. Da war ich, glaube ich, noch nie drin. Was ist denn hier? Einfach noch mehr von diesen blöden Lasergegnern. Auch von den Feuerlöwen. Nicht schlecht. Hat was von Selbstdestroy. Oh Gott, oh Gott. Da spinnt ein Gegner. Oder mehrere Gegner. Okay, da kommen noch andere von Norden. Ne? Jetzt lasst mich doch mal ein bisschen in Ruhe. Ja, die Gegner sind sich hier. Oh. So, Level 50. genüsslich hier. Ja, Ort fehlt uns echt viel. Ich mag einfach so nicht diese Reichweiten von vielen Gegnern. Dass sie einfach über Bildschirme weg die Zauber casten können. Das ist mir aber jetzt gerade momentan ein bisschen. Was einfach die Ruhe weg. Einfach die Ruhe frisst. Also, es ist. Oh. Crit, sehr viel Crit. Dieses Gebiet gibt's doch beim Sumpf schon. Einfach in Sauber. Interesting. Dann weiß ich, wo ich ungefähr hin muss. Ich gehe jetzt natürlich nicht alles hier durch. Was ist das, der Sumpf jetzt gerade? Also nicht dieses Gebiet, aber das vorherige Gebiet ist eigentlich der Sumpf. Okay. Ja, diese Clerics sind echt ein bisschen zu nervig. Kriegschance, sehr gut. Lichtmagier. Ich sehe nichts vor lauter Feuer. Aua. Nein, bitte nicht. Lieber, ja, wenn man nicht um die Ecke kommt. Wie viel Reichweite hast du, Lichtmager? Ich betreib's nicht. Immens. Also Gegner können schon fest nerven. So viel Reichweite. Könnte auch an der Feuerresistenz liegen von diesen Gegnern. Oh, Command of Hegemony. Oh. Hola! Ja, krieg viel Schaden. Stirb endlich. Sehr schön. Wow. Wow, wow. Intelligenz, Bewegungsgeschwindigkeit.
Politische Chance nehme ich mal mit. Lass uns ja bersten. Ich liebe einfach, wie lange der dauert. Einfach mal kurz AFK gehen nach dem Vulkanikorb casten. Nochmal, nochmal. Tschüss. Ah, das ist so schön. Hier gibt es wahrscheinlich keinen Waypoint. Auf Kage. Ah ja. Viel Action. Schön, viel Action. Sehr viel Action. Jetzt ist es irgendwie auch sehr entspannt. Was ist denn das? Belagerungsengel. Ja, übertreibt. Also es ist ein Siege Golem, aber irgendwie in anderer Form. Hm. Sah der nicht anders aus vor ein paar Videos. Okay, der erste Siege Golem mit dem Magier war eigentlich recht einfach. Wir hatten ein bisschen Glück, dass sie gut ausweichen konnten. Aber, nee. Der Stab, Ingrid und so, nee, ist ja nicht unser Bild. Und der braucht einfach viel zu viel Platz. Doch, hier ist. Okay, ein neuer Waypoint für den Drager. Keine Gegner mehr? Aber jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Kommt man jetzt am besten wieder zurück? Lake Liat. Habe ich irgendwie den Waypoint nicht gefunden. Genau, machen wir das mal kurz über den Hafen nochmals. Na, da habe ich irgendwie noch gesehen, muss man mit jemandem reden. Oder der Punkt ist einfach weiter weg. Den muss ich nicht reden. Irgendwie hier. Ja, wo ist der Waypoint? Hm. Der muss irgendwie weiter oben sein. Der muss... Also wir müssen reden mit einem ganz weit oben. Deshalb machen wir das jetzt noch hier. In diesem Part, wenn es reicht von der Zeit. Ja, genüsslich alle Braten. Ihr kennt es, Chicken Wings sind toll. Alle schön braten. Knusprig grillieren. Ah. Knusper, Knusper, Häuschen. Knusper, dann Häuschen. Aua. Hm. Hauen wir einfach ab. Gegner nerven, also abhauen. Die haben einfach viel zu viel Reichweite. Viel zu wenig Cooldown. Und es geht einfach zu schnell, bis man sie tötet. Ja. Bis der Zauber kommt, also den Cooldown. Also, ja. Man sieht so den Boten und muss sofort ausweichen. Das ist ein bisschen doof. Alles bitte schön balancieren. Ja. Ja, diese Reichweite, genau. So drei Screens. Und hier auch wieder viel zu viel Reichweite. Lichtmagier? Wie wurde die designt? In der Mikrowelle? Hm. Aber sicher nicht von einem Menschen, der genug Zeit hatte. Ja. Diese Sichtweite muss leider reduziert werden. So, machen wir Feuer Nova. Ah, jetzt sind wir in diesem Ort, wo es Killpunkt gab. Die Attacke. Misse. Und sag nichts. Ah, schon wieder das Doofe. So, jetzt muss ich langsam an Defensive denken.
Ja, es gibt echt nicht gute Defensivsachen. Einfach noch mehr Hilfe machen. Und ich habe 600 Leben. Damage Reflection. Ja, du könntest Damage machen. Was ist die doofe Magie? Da ist der Magie. Ich habe ihn schon die ganze Zeit attackiert, aber hat einfach zu viel Leben. Damage over time, Damage over time. Crit, Crit. Was? Nein, Defensive. Shock on hit. Ja, nicht Crit, Shock. Shock, Shock. Let's Shock, Shock! Also hier rechts oben durch. Diese goldenen Kisten, die lohnt sich nie zu holen. Oh, nein, weg! Oh. Oh. Ich einfach Ward einsetzte und kurz nicht laufen konnte. Ja, sehr genüsslich. Also, ich habe meinen Spaß in Akt 8. Ja. So muss ein Spiel sein. Extremst fordernd. Sehr anspruchsvoll. Abyssal Decay Duration. Was ist Abyssal Decay? Okay, erhöht die Dauer von den Elements, also ja, Langzeit-Dot-Wirkungen. Okay, gut. Ignite Spreading Flames. Volcanic Orb, genau. Fire Damage over time, ja. Wäre lieber besser gewesen, wenn es noch ein bisschen Fire Damage gab. Ohne Overtime. Aber so langsam droppen auch die mega guten Idole. Also, wahrscheinlich mit Level 100 noch besser, klar. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier muss ich ein bisschen leveln, damit ich genügend Idole habe, die meinen Damage gut boosten. Ja, und Cooldown, ich finde immer noch keine guten Items im Cooldown. Gibt's wahrscheinlich viel später. Jetzt droppen einfach wieder viel zu viele gute Items. Jetzt ist wieder meine Kiste bald wieder voll. Muss ich noch mehr Geld investieren. Ja gut. Hallo. Nicht Magier. So langsam geht mein Mana wieder aus. Mana auf! Wie es schnell geht. Oh Gott. Minion Health. Nee. Oh, Krabben. Krabbenburger Burger. Mhm. Ja. Oh. Noch mehr Krabben. Ah, große Krabbe. Die kenne ich noch. So. Jetzt sind wir gleich am Zielort. Ja, jetzt. Oh, ein paar Gegner. Noch ein paar Lizard. Gulamander. Aha. Jetzt habe ich auch mal Cold Damage. Okay. Sehr schön. Und jetzt ist Part zu Ende. Zeitlich. 30 Minuten sind erreicht. Ja, Vape Hand ist auch da. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Und ich hoffe, nächstes Mal auch ein bisschen entspannter. Tschüss.